Jo Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy 9. Ich wollte schon fast 12 sagen, aber wir sind ja hier im 9. Teil. In dieser Folge werden wir Training machen. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir werden Training machen. Warum? Weil ich das so will. Ganz einfach. So schwer zu verstehen. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich die Stimme von mir jetzt mit reinziehe. Wenn ja, dann quatsch ich noch ein bisschen mit euch hier. Ansonsten werde ich irgendwelche Beats im Hintergrund laufen lassen einfach. Ich weiß es noch nicht genau. Das muss ich mir überlegen. Wieso ich gerade mit Vivi einfach so angegriffen habe, weiß ich nicht. Reißzahn. Kannst du gerne auf ihn machen. Kostet mich nichts. Beziehungsweise kaum was. Ja, wir werden jetzt in diesem Part bis Level 10 ungefähr trainieren. Beziehungsweise nicht in diesem Part nur, sondern in den nächsten Parts. Und ja, crazy. Kann man da noch kämpfen? Führt dieser Fluss aus dem Wald raus? Ja, das ist falsch dann. Das ist wrong. Das ist wrong. Und wo sind jetzt die Kämpfe? So. So, jetzt hat er aber. Entschuldigung, musste ich gerade aufs. Was zur Hölle ist das Teil da? Was zur Hölle ist das Teil da? Räuberauge, zack. Was hat das Ding, was man so klauen kann? Besitzt Jadestein, besitzt ein Zelt, besitzt Augentropfen. Machen wir das halt so. Auf wen geht das? Auf Steiner. Kann man ignorieren. Kann man einfach ignorieren. Klauen bitte. Vivi sammelt sich. Augentropfen schon mal geklaut. Okay. Der Jadestein, den würde ich gerne auch haben. Wind, oder? Pollenstaub. Aber ich habe doch eine Pollenstauballergie. Klauen. Was soll denn das werden hier? Unser Vivi hat fast kein Leben, deswegen müssen wir uns Diebstahl fehlgeschlagen. Potion. Also uns ganze nichts an tun hier. Wir sind gut abgesichert. Ach, scheiß drauf, weißt du was, machen wir mal einfach eine Feuerattacke noch. Vielleicht darf ja Zidane davor nochmal klauen. Ansonsten gehe ich gleich mal wieder heilen, weil ich keinen Bock habe, mit Statuseffekten rumzulaufen. Feuer, und das müsste über 200 jetzt machen, oder? Ja. Das Ding fackelt ab. Haben wir uns wenigstens Augentropfen geklaut. 13 APs, XPs. Immerhin Augentropfen. Kann man mal so sehen. Ich gehe der Wette mit euch ein, dass wir noch einen Kampf haben werden, bevor wir in den nächsten Bildschirm gehen. Ach nee, habe ich mich sogar geirrt. Wie großzügig. Jetzt trink. Ah, ja. Ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, ah ja. Jetzt, wo bleiben denn die Monster? Ich muss hier im Kreis laufen, damit die Monster mir schon zu mir kommen, oder was? Geile Sache, ey. Nee, also. Nach diesem Kampf geht's dann eigentlich erst richtig los mit dieser Story, also nach diesem Training hier geht's eigentlich richtig los mit der Story erst, kann man sagen. Ach, Vivi greift an. Ach, sieh einer an, wir haben hier trotzdem die Statusveränderung blind, oder was? Der zaubert Goblinschlag. Beide. Geht das?
Und die benutzen dann Allheilmittel Augentropfen, haben wir viermal nur. Auf sich selber bitte. Augentropfen auf sich selber bitte. 156. Ich habe gedacht, ich kann sie auf beide benutzen. Funktioniert anscheinend nicht. Augentropfen. Oh yeah, I see everything now. Augentropfen. Oh yeah, ich sehe wieder alles. Zack. Voll auf sein Gesicht. Jetzt bitte, Vivi. Ah, jetzt gibt's noch mal einen Goblin-Schlag oder was? Das ist kein Problem. Gegen Steiner nützt das fast nichts. Vivi, Feuer. Und Bats. 150 fast. So. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein absoluter, also viele sind so Pros und so in dem Spiel. Ich nicht. Hat man darin gerade gesehen, dass ich keine Ahnung hatte, dass das nur unsere Man, also MPs und APs und HPs heilt. Und ich dachte halt, dass es das blind auch weg ist, aber irgendwie ist es nicht weg. Von daher habe ich einfach Pech gehabt. Und ich werde halt noch einiges nachlesen müssen, weil ich auch nicht alles weiß. Ach, ein Hinterhalt für uns. Im Angriffsvorteil. Ach, jetzt, diesmal geht's für beide. Schau mal einer an, wie viel macht denn das dann Damage? Genug, dass beide wechseln, das ist natürlich top. Also, das freut mich. Vivi macht anscheinend so viel Damage für alle, dass es reicht. Gefällt mir. Zack, Level 4 für die anderen. 180 Gil. Okay. Wir werden nicht so viel trainieren. Also nicht so viel klauen. Ich möchte lieber mehr trainieren und so. Und wir laufen jetzt mal rüber zu Zinna und kaufen uns ein paar Augentropfen für den Fall der Fälle, dass wir welche brauchen könnten. Weil Zinna hat ja seinen Shop da unten. Und ja, in dem Fall werden wir das auch so machen. Ich möchte einfach auch, dass das eine Folge wird heute, weil ich keine Lust habe, irgendwie offscreen zu trainieren und dann irgendwas vergesse ich dann zu sagen, dass ich da irgendwas bekommen habe oder so und dann. Also ich möchte, dass ihr alles miterlebt und ja, also das ist es dann. In dem Fall benutze ich jetzt keine Magie. Die ist mir dann zu schade dafür. Dann soll er mir doch einmal einen Reißzahn reinhauen, aber die Magie ist mir dann zu schade für. Ja, ansonsten alles wird onscreen passieren. Absolut nichts wird passieren, ohne dass ihr es wisst. Hoffe ich mal, außer mein Aufnahmeprogramm stürzt irgendwie mal ab oder so und mein Aufnahmeprogramm stürzt ab und dann ist vorbei oder so und dann spiele ich trotzdem weiter und dann ist halt was offscreen passiert. Das tut mir dann leid, aber das werde ich euch so bald wie möglich sagen. Also sobald das halt passiert, werdet ihr davon erfahren. Wir holen uns mal 18 Stück davon. Einfach weil wir es können. Genau, und weiter geht's. Mogri, bitte. Können wir speichern? Ich speichere jetzt nicht, um die Folge zu beenden, keine Sorge. Sondern ich will einfach nur mal testweise sehen, ob das, wenn ich jetzt speichere, ob mir das was hilft wegen den Überschreiben, ja. Level meine ich, also nicht Level wegen den HP, MP und so. Ob die beim Speichern aufgefüllt werden? Nee, nicht ganz, nee. Nur beim Zelten anscheinend, aber ich habe jetzt keine Lust, ein Zelt zu benutzen, deswegen sind wir jetzt wieder auf dem Weg zurück zu unserem Brunnen, bei welchem wir hoffentlich noch jeweils ein Level erreichen werden von unseren Leuten. Ich kann euch mal eins verraten. Wir werden insgesamt wie in fast allen Final Fantasy Teilen 8 Mitglieder haben. Ausgewichen, oh, okay. Also 8 Teammember. Kennt ihr ja, glaube ich, alle, die Final Fantasy schauen. Und von diesen 8 Membern werden natürlich nur 4 in der Gruppe sein, die aktiv kämpfen werden. Und 4 halt außen vor bleiben.
Ich bin mir noch nicht sicher, wen ich außen vor lasse. Kann ich noch nicht sagen. Es hängt davon ab, wer. Also Vivi will ich auf jeden Fall dabei haben. Zidane ist halt dabei. Wegen Clown und so. Einen Heiler brauchen wir auf jeden Fall. Mindestens einen Heiler. Und noch einen Melee, der viel Damage macht. So, jetzt ist die Frage. Steiner ist es zurzeit. Wenn ich jemanden bekomme, der mehr Damage macht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich den austauschen werde, den Steiner, für diesen, der mehr Damage macht, beziehungsweise mit dem ich einfach besser klarkomme, für den ich bessere Rüstung habe, der mehr Abilities besitzt, besser vom Level her in die Gruppe passt, solche Sachen halt. Das sind so meine Kriterien für die Gruppe. Und dass ihr da einfach Bescheid wisst, dass ich, wie ich meine Gruppe dann aufteile. Ich bin so, ich möchte meine Abilities vollkriegen. Das bedeutet, ich möchte jetzt nicht so wie hier. Kann man mal anschauen. Bei Anlegen, tut mir leid. Ihr seht hier, Bestientöter 15 von 55 oder 15 von 50, 15 von 12 von 35, 15 von 25 oder so. Bei ihm hier 10 von 40, 10 von 45, 10 von 35, 12 von 25, 24 von 25. Feuer zum Beispiel. Ihr kriegt jetzt mehr, weil er da für beide hat das Feuer. Und ich möchte halt einfach meine Abilities haben, weil Abilities verschwinden, wenn man diese nicht ausgerüstet hat, wenn man sie nicht komplett gelernt hat. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise noch einen Ability Point bekomme, dann lernt Vivi den Zauber Feuer. Und hätte ich jetzt ein anderes Ausrüstungsgegenstand, also so einen anderen Ausrüstungsgegenstand und Messerstich, ja, schieb dir das in den Arsch, du Sack. Zidane bitte. Okay, und der hat Eis oder so, oder Feuer, Blitz oder so, oder Feuera oder so. Siehst du, Feuer erlernt. Das heißt, jetzt könnte ich das wegmachen und ein anderes Ding drauf machen und dann könnte er das andere lernen. Und je mehr man von diesen Ausrüstungsdingern besitzt, desto mehr Abilities hat man einerseits, klar, aber je mehr man von einer besitzt, desto mehr desto mehr und desto schneller lernt man halt, weil man mehr AP bekommt, also Ability Points. Und das ist doch schon ein ziemlich großer Vorteil im Bereich des wenn man jetzt schon levelt hier, so wie wir, ist das schon ein recht großer Vorteil, auch wenn man mehr Ability Points bekommt beim Kämpfen. Oder für einen Kampf, besser gesagt. Und, ich möchte halt einfach probieren, so viele Abilities, wie es geht, zu erlernen. Alle werde ich nicht schaffen. Ist klar, dafür habe ich auch nicht die Zeit irgendwie und auch nicht die Lust, das großartig so zu erlernen. Muss ich ehrlich sein. Und, wir werden es einfach probieren, so viele wie es geht zu erlernen. Und ansonsten, alles was wir nicht lernen, werde ich wenigstens versuchen, einmal ausgerüstet zu haben. Und für Gegner wie diesen zum Beispiel, finde ich es immer wieder toll, dass wir so viele Augentropfen gekauft haben. Weil das ist wirklich hässlich, wenn ich so sagen darf. Wir sind bald Level 5 mit allem. Haben wir also quasi die Hälfte unseres Zieles erreicht. Sind immer noch im verwunschenen Wald. Ist irgendwo traurig, aber kann man nicht ändern, tut mir leid. Ich möchte einfach so sein, dass es offscreen passiert einfach nichts. Und das wird auch so bleiben. Bis zum absoluten Schluss. Und wenn sich das Let's Play auf 7599 Parts ausweitet. Dieses Spiel ist so toll, das will ich auch mit euch teilen. Ein Hinterhalt, der fickt deine Mutter. Mach wenigstens Vivi an. Dann kann der euch beide gleichzeitig weghämmern. Oder ihr wartet noch. Weil dann kann Vivi auch angreifen. Das ist natürlich klar, dass Vivi als einzigster nicht angegriffen wird.
Nee, Schwarzmagie auf beide bitte, Vivi. Zack. Und das war's. Bam. Vivi macht schon echt viel Damage dafür, dass er nur Level 4 ist. Streu-Damage 80. Ist schon hart. Im nächsten Kampf haben wir alle Level 5 und Zidane hat bald Level 6 erreicht. Freut mich natürlich. Ich denke mal, wenn es so weiterläuft, könnten wir im nächsten Part der Training Session Level 10 haben mit allen. Wenn wir das erreicht haben, bin ich froh und zufrieden. Und das macht dann mehr Spaß natürlich. Also, ihr wisst Bescheid. So. Kein Hinterhalt, bitte. Kein Hinterhalt. Zidane will als erstes angreifen. Probier's einfach mal mit einem Clown. Kostet ja nichts. Diebstahl fehlgeschlagen, natürlich. Das ist etwas suboptimal. Das ist wohl wahr, ne? Also hier, zack, machen wir mal auf beide. Und nach diesem Kampf werden wir dann auch mal einen Cut setzen. So. Wir werden einen Cut setzen, sobald wir den Bildschirm verlassen. Und zwar genau jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal, meine Friends. Servus und herzlich willkommen, Leute. Euer Brandy hier. Wir sind im nächsten Part. Ich habe den Überblick verloren, aber wir sollten noch unter 10 sein. Noch sind wir unter 10, das ist wichtig. Noch unter 10. Ja, im letzten Part haben wir nur eine Training-Session hingelegt. Haben uns ein paar Augentropfen gekauft wegen diesem Mistviech hier. Und ein Hinterhalt. Das ist natürlich ganz beschissen, muss ich ehrlich sagen. Beschissel the Whistle. Das gefällt mir überhaupt nicht. Vor allem, wenn er jetzt mal diese Sporenattacke wieder macht, das gefällt mir einfach überhaupt nicht. Und Vivi anzugreifen, das gefällt mir noch weniger, ehrlich gesagt. Magieschwert